Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Das Blubbern hier ist inzwischen weg. Es war nur ein Karpador, keine Sorge. Ich habe aufs Spiel nachgeschaut. Hier blubbert's auch nicht. Aber hier bei diesem Pokémon-Kampf wird's gleich ganz schön viel blubbern. Du denkst, du kannst angeln? Wirf deine Angel aus. Du denkst, du kannst kämpfen? Kämpfe gegen mich. Ja, bin schon bereit, Digga. Angler Bertrand fordert dich heraus in der 2 Pokémans. Ich bin gespannt. Ah, ein Stern, du. Ich überlege, ist Stern du schon vom Typ Psycho oder ist es nur Typ Wasser? Wenn es schon Typ Psycho ist, sollte ich vielleicht eine Hilfattacke einsetzen. Ich mache einfach mal. Warum? Ah, nein, das war nicht sehr effektiv, aber es war trotzdem ein One-Hit. Cool. Und Level 30 war Charlotte. Perfekt. Ah, ein Garrat. Okay. Wow. Mit einem ich brauche dringend ein Elektro-Pokémon im Team. Mit einem Garados habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Verdammt. Oh mein Gott. Es ist irgendwie Cäsar mega cool. Ich meine, er steht einfach so da und ist so. Er steht auch so leicht weggedreht immer so. Seht ihr das? Immer so. Mir egal. Leckt mich alle am Arsch. Okay, ich erhitze hier mal meinen Schnabel. Aha, ich werd gebissen. Das ist mir ziemlich egal. Jetzt bist du verbrannt. Deine Schuld, du Spinner. So, und los geht's. So, hast du davon. Piss dich, Alter. Genau so ist Cäsar. Ich meine, guckt den euch mal an. Ihm ist einfach alles scheißegal. Er steht einfach so seitwärts. So, ja, hier, bitteschön. So, tschüss. Hat er einfach mal Garados weggeballert. Ja, aha, mir egal. Cäsar, ey, du bist der Coolste. Wäre schön, wenn der Gedanke an den Sieg allein genügen würde, um zu gewinnen. Alter, eigentlich wollte ich am Anfang Cäsar später rausnehmen aus dem Team, aber das ist so cool. Ich glaube, ich behalte ihn einfach drin. Ich meine, hallo Cäsar, ne? Beste. Ein bisschen rumschnüffeln hier. Oh. Entschuldigen Sie. Hoch. Wow, guten Morgen. Kurz gesagt, moin. Naja, guten Morgen ist gut. Es ist mitten in der Nacht. Okay, Schwarzkot Kenji fordert dich heraus. Was möchte denn Schwarzkot Kenji so einsetzen? Ein Hariyama. Wow. Es ist groß und schwabbelig. Ich mag es. Ich mag große, schwapplige Sachen. Außer wenn ich groß und schwapplig bin. Das mag ich nicht. So, hi. Ich hatte die Diebeskurs vielleicht. Akrobatik hätte ich machen können. Ich bin zu dumm. Ja, als erstes wirst du irgendwie machen, was ich sehe. Und irgendwie. Ja. Naja, immerhin gibt es Step drauf und meine HP werden aufgeladen. Okay. Jetzt macht er Wirbelwind. Na, tolle Boss. Was kommt jetzt? Kyoto. Kyoto, schaffst du das? ja, mach mal hier eine Z-Kraft. Die würde ich gerne mal sehen. Dynamische Maxi-Flamme. Die obere leuchtet so komisch. Die nehmen wir mal. Los! Oh, wow, wow! Zeig uns deine dynamische, super coole Maxi-Flamme. Dynamische Maxi-Flamme. Ja, einfach noch. Okay, mach mal. Oh mein Gott! Ich hab schon fast ein bisschen Mitleid. Oh Mann. Okay, Schwarzgurt. I'm so sorry, ich hab verloren. Kurz gesagt, Mist.
Er möchte gestreichelt werden. Oh, Wurmel. Nicht Wurmel. Bumblebee. So, kennen wir dich ein bisschen. So. Ja, Charlotte, ist doch alles gut. Ist ein bisschen. Ja, ist doch gut. Ja, fein. Ja, du bist doch. Ja, du bist der Beste. Der Allerbeste. Der Allerbeste. Okay. Das war jetzt ein bisschen gestört. Cool. Ist das so eine super Bohne, so eine gelbe? Mit Sternchen? Ja, die ist lecker, was? Die beste Bohne überhaupt in dein Beinchen streicheln. Ja, darauf stehst du. Okay. Ein bisschen gestört, aber naja, okay. Cool. Ist doch schön, wenn hier irgendwie noch ein Pokécenter in der Nähe wäre oder so. Ich weiß nicht. Das vielleicht ein bisschen entlassen. Ach ja, der Zigarrenwürfel. Hätte ich schon wieder fast vergessen. Lele. Mein Gott, das ist ein Riesenpilz! Oh. Und ein Mini-Pilz. Cool. Richtig krass hier am Sachen finden. So, steigen wir mal wieder ab. Und weiter geht's. Du bist also die, von der Gladio erzählt hat. Für mich siehst du wie ein ganz gewöhnliches Mädchen aus. Ich bin Fran. Ich halte Team Sky zusammen. Ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du ärgerst meine süßen Geschwister? Also muss ich dem ein Ende setzen. Meine Pokémon sind nicht geheilt. Das überfällt die mich ja einfach so von hinten. Na gut. Oh, wie sie guckt, ey. So. Oh, nerv nicht. Okay. Skull-Vorstand, Fran, fordert dich heraus. Mal gucken, was sie hat. Oh, Golbat im Hyperball. Da bist du bestimmt ganz stolz drauf, was? Und ich schätze auch Schwerter als erstes ein. Oh, Menno. Hi. Da kann ich nicht viel entgegensetzen gerade. Pokémon. Quen, Caesar. Am besten wäre es ja Einstein, aber naja, aus bekannten Gründen ist das gerade keine gute Idee. Okay, Akrobatik. Oh. Nicht gut. Denke ich noch dabei, ein Fluggift gegen ein Käfer-Pokémon drin zu lassen. Das ist keine gute Idee. Los, Kyoto. Versuch du dein Bestes. So. Oh nein, es ist ein Kung-Fu-Strahl. Okay, Kyoto wurde verwirrt. Gut, Kyoto, dann bleibst du ja so ein bisschen drin, ne? Als Strohmann. Supertrank. 10 Stück habe ich, 60 KP. Das reicht locker. Dann muss ich mich dabei mal ein bisschen um Einstein kümmern. Ich glaube, Einstein kann. Ein Volltreffer, what the fuck. Kann das alles hier gerade am besten handeln? So, wechseln wir nochmal. So. Okay, ein Einsteinwert ab und jetzt zeige ich dir mal die Kraft von Einstein. Los, Einstein, Face Grab! Oder auch nicht. Pass auf, Einstein. Eini? Fein! Ja! Okay, das sind relativ viele Erfahrungspunkte. Das sind wirklich viele Erfahrungspunkte. Und Caesar rasch Level 31. Einfach das nichts tun. Er ist echt der coolste. Molang. Das ist ein Molang. Molang. Ich habe das Gefühl, ich sollte auf Caesar wechseln. Ich weiß auch nicht. Caesar wird mit seiner
Nein, ich wechsle nicht auf Tilsa, ich wechsle auf Sascha. Tausch! Na? Ah, das war ein Molang. Oder Molung? Man weiß es nicht. Es ist mir egal, ich mache auf jeden Fall sehr viel Schaden an ihm. Und zack. Als ob ich es gewusst hätte. Und tschüss. Die kleine Echse. Perfekt. Oh, da war das Gold weiter schwerer. Pah. Jetzt wollte sie mich quasi so ein bisschen aufmischen, hat sie aber nicht geschafft. Ha, du bist ganz schön stark. Aber wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich das nächste Mal ernst. Oh yeah. Die hohen Schädel von Team Sky werden wir los. Weiter geht's zur Ruin des Lebens. Prrrs. Oh. Das sieht nicht so aus, als ob es ein Poké-Center gäbe. Yummy! Lilly hatte sich verlaufen, also habe ich sie kurzerhand hergebracht. Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel Meeresrauschen habe sie sich schon mal verirrt. Da wollte ihr... Aha, sie hat sich ja eigentlich nicht verirrt. Interessant. Da wollte sie zwar nur ein paar Schergen von Team Skull aus dem Weg gehen. Ach so, okay, gut. Aber ich habe mir trotzdem etwas Sorgen um sie gemacht. Ich dachte schon, dass sie irgendwie gelogen hätte oder so. Okay, okay. Mars Kuyal hat gleich wieder einen Kampf und den will ich nicht verpassen. Aber eins wüsste ich noch zu gern. Wie sieht Mars Kuyal wo unter seiner Maske aus? Ach, ich bin für Wölkchen hierher gekommen. Professor Burnett war so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Oh, dein armes Bumblebee. Lass mich schnell dein Team heilen. Ah, sehr gut. Ah, dort drin befinden sich die Ruinen des Schutzpatrons von Akala. Kabufala. Piu. Ah, noch nicht hetzen, Wölkchen. Auf Mille Mille wolltest du auch zu den Ruinen des Krieges. Was bedeuten diese Ruinen für dich? Hm, was willst du von den Schutzpatronen? Hm, ohne dich wäre es für Wölkchen an der Hängebrücke wirklich brenzlig geworden. Piu! Nanu? Ist ja doch die Kinder, die mit Kokoi unterwegs waren. Mein Name ist Lilly. Ich bin Professor Kukuis Assistentin. Das ist Yume. Ich hätte euch am Hafen schon nach euren Namen fragen sollen. Tut mir echt leid. Und das, obwohl ich extra auf euch gewartet hatte, um euch auf Akala willkommen zu heißen. Ich bin hier, weil Kabufala mich gebeten hat, in den Ruinen etwas Ordnung zu schaffen. Yume, ich würde mich noch bei dir dafür bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, die Menschen und Pokémon Alolas kennenzulernen. Gut. Du hast also die Prüfung der drei Captains von Akala bestanden. Dann ist es jetzt Zeit für die große Prüfung von Inselkönigin Myla. Mach dich bereit für den härtesten Pokémon-Kampf auf ganz Akala. Aber gerne doch. Okay, meine Pokémon und ich werden im Kampf gegen dich und deine Pokémon all unsere Kraft zusammennehmen. Meine Gefährten sind allesamt schroffe, aber dennoch niedliche Gesteins-Pokémon. Inselkönigin Myla fordert dich heraus. Und sie fängt mit einem Nasknet an. Nasknet. Sie dasteht. Schon echt cool. Hm. Huh. Käfer geprumm. Brumm. Oh, eine Donnerwelle. Interessant.
Kampf klingt sehr schön. Die Kampf klingt sehr schön. Die Kampfmusik klingt sehr schön. Bäre? Nein. Monaco-Bäre? Nein. Nein. Paraheiler? Ja. Los, Charlotte. Ha. Steinhagel. Oh nein. Aber du bist kein Flug-Pokémon. Das ist sehr effektiv. Gestein ist effektiv gegen Flug, gegen Käfer oder Fee? Wusste ich gerade gar nicht. Ich versuche es trotzdem noch mit Bundlebee zu schaffen. Diebeskuss. Wirbelwelle. Vielleicht sollte ich lieber wechseln? Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, was besser wäre. Ein Großteil meiner Pokémon kann ich nämlich nicht kämpfen. Wisst ihr? Ich kann Vulcano, also Kyoto nicht einsetzen. Einstellen wird auch schwierig. Caesar kann ich auch vergessen. Los, nochmal Diebeskuss. Oh Mann. Das wird echt knapp. Oh. Schnell auf meinen Warnhof reagiert. Ich hab's noch gar nicht gerufen, aber das gilt. Dann nehmen wir einen Supertrank und erfrischen dich noch ein wenig. Kleine Charlotte. So. Viel besser. Ah, und sie setzt natürlich auch den Supertrank ein. Was soll ich da nur sagen, ne? Ich wechsle. Gucken wir, das schafft Sascha das alles. Los geht's, Sascha! Ah, natürlich wieder eine Donnerwelle. Das nervt mich schon ein bisschen. Okay. Hey, Sascha ist paralysiert und greift eventuell nicht an. Okay, nein, kein Supertrank. Paraheiler incoming. Und zack. Funkensprung. Jetzt wird's pervers. Strahl. Ja, zumindest sind wir trotzdem schnell genug. Wasserdüse hat eine hohe Erstschlagquote, aber ich glaube, oh nein. Das ist ja echt dumm. Okay, wir versuchen trotzdem einmal durchzukommen. Na los. Das ist echt schwer. Das ist gerade aber ihr erstes Pokémon. Geschafft. Ach, das Level hast du dir verdient, Sascha. Oh Mann. Okay, dann ist der Titel. Ja. Oh, aber Einstein geht schon wieder ein Level ab. Mensch, Einstein. Was? Sedimantor? Was ist ein Sedimantor? Ich will wissen, was ein Sedimantor ist. Sedimantor. Ach, du bist ein Sedimantur. Das klingt nicht sehr stark. Mir geht es doch aus Kiesling. Oh, du setzt sogar Plupfstrahl direkt ein. Sehr gut. Wow. Natürlich, Robustheit. Was auch sonst. Wow, eine Kopfnuss. Das ist eine ganz schöne Kopfnuss. Nochmal Plupfstrahl. Nein! 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 Okay. Habe ich nicht irgendwas
Zaubertrank, Top-Elixier, Kraftwurzel, Muku, Limonade, Top-Trank. Nee, das lohnt sich doch gar nicht. Ein Tafelwasser. 30 Punkte. Eine Kuhmumilch! Ein Supertrank tut's erstmal auch, oder? Ich möchte erstmal, dass Sascha halbwegs stabil ist. Für das letzte Pokémon, was auch immer es sein wird. Oh mein Gott, ein Volltreffer. Okay, dann setze ich jetzt mal noch einen Paraheiler ein. Ich möchte wirklich, dass Sascha optimal vorbereitet ist für das letzte Pokémon. Das ist mir ganz wichtig. Und anscheinend kann dieses Pokémon nichts außer Kopfnuss. Von daher möchte ich das ausnutzen. Sekunde, noch ein Supertrank. Oh, perfekt. Volle KP. Und nun sage ich volle Fahrt voraus. Wasserdüse, go. So. Wer ist das letzte Pokémon? Was wird es sein? Oh, und Kyotarash Level 30. Agilität. Lass mal. Oh, und Schlotterash Level 31. Okay, Wolverock klingt wie ein Stein-Pokémon. Schauen wir mal. Wow! Okay, und es ist verdammt schnell. Okay. Blub! Okay. Warum habe ich eigentlich nicht die Z-Kraft eingesetzt? Machen wir am besten gleich mal. Oh oh. Oh nein. Ich glaube, es war Vorges schneller. Apokalyptische Steinfresse. Nein! Warum haben wir die nicht gleich schon eingesetzt? Sascha! Da war mir wohl zu langsam. Quen? Bitte? Finsterfaust. Los. Ich danke dir. Cooles Design aber. Gefällt mir sehr gut. Oh, gleich mal ein Level-Up wieder abgegriffen, der Gute. Okay, Inselkönigin Gelmeiler wurde besiegt. Einfach großartig. Erst wenn man seine ganze Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller erstrahlen. Ihr seid wirklich sehr stark. Hier, dieser Z-Kristall von Typ Gestein. Das Petrium-Z genannt, auch Petrium-Z genannt, ist für dich. Yeah! Die große Prüfung bestanden! Wow! Du erhältst den Z-Kristall Petrium-Z. Petrium-Z wurde in der... Achso, ja. Der Z-Kristall... die Z-Kraft holst du aus dem Gesteins-Pokémon durch diese Bewegung heraus. Sieh genau hin. Auf den Hüftschwung und die richtige Stärke kommt es an. Wow. Setze die Kraft gut ein. Gesteins-Pokémon sind hart und schroff, sowie besonders gut im Angriff. Sie ähneln mir überhaupt nicht, aber gerade das finde ich so faszinierend an ihnen. Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm mir das nicht übel, Lilly, aber... Was treibt jemand wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zu den Ruinen des Lebens? Ich tue es für Wölkchen.
Es ist von weit her zu uns gekommen und ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nichts über seine Herkunft. Aber weil es sich zu diesem Ort hingezogen zu fühlen scheint, suche ich in die Ruinen wie diese hier nach Hinweisen ab. Oh, ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Kapufala als Schutzpatronen ansehen. Es ist immer noch ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier heranwagen. Piu? Aber das ist bei dir wohl kaum der Fall. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von vielen aufregenden Abenteuern und netten Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe dich zurück in die Stadt, Lilly. Ich finde es toll, dass du so ein großes Herz für Pokémon hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer bist. Und deswegen will ich dir gerne helfen. Inselkönigin Myla! Ich bin Tali aus Lilii. Und ich möchte gegen dich kämpfen. Oh, Yumi! Ein Typ von der Aether Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du ins Hanohano Resort kommst, wenn du die große Prüfung bestanden hast. Die Aether Foundation? Ich weiß nicht, was sie von dir wollen, aber geh ruhig, Yumi. Wenn du dich gleich auf den Weg machen willst, solltest du mit Klurak nach Kentai City fliegen. Am Dimensionsforschungsinstitut vorbei musst du dann nur noch über die Brücke, um zum Hanohano Resort zu gelangen, ja. Die Aether Foundation? Ich denke, ich bleibe hier und sehe mir Talis Pokémon-Kampf an. Auch wenn ich nicht gerne sehe, wie Pokémon verletzt werden. Doch, ich weiß ja, dass deine und Talis Pokémon sehr hart im Nehmen sind. Ich weiß. Ich bin nicht so stark wie Opi, Hala. Aber ich hole trotzdem das Beste aus Mizuno und den anderen heraus. Du bist und bleibst du selbst, Tali. Es spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönigs Hala bist oder nicht. Gib einfach dein Bestes. Kennst du das Hanohano Resort? Hier in Alola ist es... Genau. wie geht's denn meinem Pokémon? Klickst du Sascha? Geht so. Dann fliegen wir erstmal weg. Ich würde trotzdem gerne mir nochmal die Höhle hier angucken, wisst ihr? Mache ich aber später. Erstmal nach Kantai City. Go, go, go! Yay! Klurak, ey. Das ist so cool. Okay. Achso, ich muss ans Pokécenter. Da war ja was. Ups. Ja, natürlich. Gut, dann haben wir einmal die große Schwester von dem Team Skull besiegt. Ich habe schon vergessen, wie sie hieß. Ach, Fran hieß sie, glaube ich, genau. Und gegen Myla gekämpft, der Inselkönigin hier, und haben somit auch die Prüfung bestanden, die letzte auf dieser Insel. So, jetzt geht's gleich ab über die Brücke. Mal sehen, was die Aether Foundation von uns möchte. Das erfahren wir aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wie Let's Play Pokémon Sonne. Bye.